So, dann herzlich willkommen hier im Presseraum zur Pressekonferenz nach dem Spiel in der Easy Credit Basketball Bundesliga zwischen Medi Bayreuth und den Jobs der Gießen 46ers. Ich darf Ingo Freier für die Gießener begrüßen und Raul Korner für Medi Bayreuth. Wir beginnen bei Ingo und seinem Statement zum Spiel, bitte. Ja, wir haben sehr, sehr gut angefangen. Waren mental stärker als Bayreuth. Dann gab es Mitte, zweite Viertel, drei, vier Situationen. Aber es fängt mit einer Situation an, wo du nicht mehr so hart spielst wie vorher, wo du einen einfachen Layup vielleicht nochmal wieder eher rauspasst, weil du den Kontakt aus dem Weg gehen willst, wo du auf einmal Sachen machst in Offense, die wir so gar nicht vorher gemacht haben. Dann machst du die Turnover und so bringst du Bayreuth ins Spiel. Und dann haben wir nicht das Ritual bisher, da müssen wir daraus lernen, dass wenn wir so einen Lauf bekommen vom Gegner, dass jeder Spieler rauskommt aus sich und weiß, was zu tun ist, genau in dieser Situation. Ja. Nämlich wieder daran denken, stronger zu spielen als der Gegenspieler. Daran liegt das, ob du nachher gewinnst oder nicht. Die stärkere Mannschaft, die tougher spielt, die wird so ein Spiel am Ende gewinnen. Und das war leider in den Minuten, auch Anfang zweiter Halbzeit dann, Bayreuth. Deswegen haben sie auch am Ende zu Recht gewonnen. Dankeschön. Dann wollte ich. Ja, natürlich genau entgegengesetzt zu dem, was Ingo sagt. Wir haben extrem schlecht begonnen, sehr lange gebraucht, in die Partie zu finden, vor allem am defensiven Ende. Offensiv war es okay. Also mit 23 Punkten der Offensive kann man durchaus leben, aber 32 ist jetzt schon heftig. Kein Mittel gefunden, sie zu stoppen, nicht im 1 gegen 1, nicht in der Transition. Pick and Roll viel zu spät, zu passiv, Hilfe war nicht da, zu wenig zum Ball orientiert. Also eigentlich viele Fehler wiederholt, die wir im letzten Spiel gegen Göttingen gemacht haben. So gesehen kann man uns mangelnde Konstanz nicht vorwerfen. Wir haben aber dann zum Glück im zweiten Viertel defensiv und zusammen zugelegt, wirklich angezogen. Offensive war nie ein Problem, haben wir gut gemacht. Ich glaube auch, dass wir Bryant gut attackiert haben, dass wir die Dinge umgesetzt hatten, die uns vorgenommen haben, aber wir haben dann begonnen, den einen oder anderen Stop zu generieren. Und das war letztendlich dann der Schlüssel, das Spiel zum Kippen zu bringen. Hatten noch einmal eine Schwächephase nach dem fulminanten Start in die zweite Halbzeit, die letzten fünf Minuten des dritten Viertels, wo es ein bisschen wieder in alte Muster zurückgefallen sind, Gießen ein paar Shots erlaubt haben, die nicht da sein dürfen, weil wir einfach off-position waren defensiv, aber haben es dann letztendlich auch über eine starke Offensive das Spiel gebogen. Ich bin froh, dass wir es gewonnen haben, wir haben viel zu tun, vor allem am defensiven Ende, aber es war ein wichtiger Sieg. An der Stelle an alle Fans, Unterstützer, Sponsoren, alle, die sich angesprochen fühlen, das dürfen ruhig alle sein. Guten Rutsch ins neue Jahr, vor allem Gesundheit, alles andere kommt dann. Ingo natürlich auch. Alles Gute mit seiner Mannschaft. Guten Rutsch. Danke. Alles Gute. Danke. Gibt's Fragen?